Jojo. So, hallo und herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ja, wie ihr dem Titel des Videos schon entnehmen könnt, sind wir gerade auf dem Weg zur Autobahn, denn ich habe mir gedacht, ich bin mit der Maschine noch kein einziges Mal wirklich Autobahn gefahren mit euch und deswegen würde ich das jetzt mal machen. Dafür werde ich jetzt auf die 42 drauf fahren, dann auf die A3 wechseln und dann wird die A3 zur A2 und ab da ist nämlich schön offen. Das heißt, ab da können wir mal ein bisschen ballern. Denn bei der Maschine muss man mal ein bisschen mehr Gas geben. Ne? Ich meine, die hat ja auch ein bisschen mehr Leistung. Und da will man ja auch mal abrufen, was die so auf dem Kasten hat. Servus Gisela. Fährt an so Autobahnkurven immer echt gefährlich, weil man ja überhaupt nicht sieht, was hinter den Büschen ist. Also man kann die zwar ein bisschen weiter ausholen, theoretisch. Aber trotzdem, also man sieht ja einfach gar nicht, was hinter den Büschen ist. Und deswegen, denke ich mir halt immer, wenn ich jetzt da eine Vollbremsung hinlegen muss, weil auf einmal eine Autoschlange steht, das wäre schon belastend. Vor allem ohne ABS. Okay. Ah, ich mag die Kurve, die macht echt Laune. So, jetzt lasse ich die Maschine erstmal noch ein bisschen vernünftig warm werden. Weil so richtig Gas geben will ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht nach den paar Kilometern. Aha, was ist das denn da für ein Schild? Einmal ein bisschen Gas geben. Ja gut, das waren halt direkt 180 geistkrank. Ich kann gar nicht mehr wirklich gut gucken, ob die Kamera... Ah doch, so. Ist hier Stau? Dann fahre ich auf die 3. Ganz ehrlich, das gebe ich mir nicht. Also ich stelle mir jetzt hier nicht in den Stau rein. Ja, die 3 Zufahrt ist auch noch recht zu. Ich denke mal, weil die jetzt alle von der 3 auf die 2 wollen. Ach ja, stimmt, hier ist Stau halt wegen der Baustelle in Königshardt. Aber Junge, wir haben Sonntag. Sonntagmorgen, what the fuck? Ja, aber die 3 ist auch frei, also von daher. Also offen, ne? Hey, sie ist offen! Offen! Das ist so wild. Im unteren Drehzahlband habe ich einfach das Gefühl, ich habe gar keine Leistung. Aber dann, ey, irgendwann schreit die auf einmal so und hat so viel Leistung, dann hast du das Gefühl, du fließt direkt weg, ey. So. Zündung. Ah, danke. Das ist halt so heftig, weil das nicht mal annähernd Vollgas ist. Junge! Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass die Autobahn so voll ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben Sonntagmorgen. Wo wollen die alle hin? Junge, selbst da ist Stau! WTF? Ein bisschen langsamer, damit ich einfach kurz mit euch sprechen kann. Oh, das ist wirklich heftig, was für ein Gegendruck du hast, wenn du über 200 fährst. Ne? Also ich habe jetzt ein kleineres Windschild drauf als vorher und deswegen, also ich kann mich in der Maschine klein machen, aber ich bin halt einfach riesengroß und deswegen habe ich so einen krassen Gegendruck auf meinem Nacken bei 230. Also ich muss mal gucken, in welchen Situationen ich die Maschine mal ausfahren kann. Also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, die auszufahren. Aber das ist wirklich unfassbar, wie viel Druck du einfach auf dem Hals hast, wenn du über 200 fährst. Aber wir machen mal kurz Gear Drop. So, dritter ist eigentlich ganz gut, da habe ich nämlich gut Leistung. Dann wollen wir mal gucken, was die so an Beschleunigung hat. Boah, Junge, die fliegt einfach weg, ehrlich. Hier ist aber sehr huckelig, das finde ich nicht gut.
schade, ich hätte gerne einmal komplett durchgeladen, von vorne bis hinten. Also so von, weiß ich nicht, 80 bis 250 oder so. Aber lässt die Verkehrslage halt einfach absolut nicht zu. Ja, komm, wir drehen mal hier in Hünze. Eine Woche wach, eine Woche wach, eine Woche wach, eine Woche, ich sag, eine Woche wach. Da 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 da. Boah, Junge, das ist so heftig, wie die einfach so, also das wie, als hätte die ein Turboloch. Die beschleunigt so und auf einmal, dann auf einmal geht's rund, ey. Oh, Jungs, Mädels, ist das schön, ey, das macht so Laune. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich sowas machen will, muss ich das lieber an einem Sonntagabend machen oder vielleicht generell an einem Feiertag abends oder so. Weil Junge, Sonntagmorgen ist ja anscheinend richtig die Hölle los. Die kommen ja anscheinend alle aus dem Urlaub oder was wieder. Keine Ahnung. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier so ende jetzt. Auf einer Naked, ey. Wie geil ist der denn? Ja, Clown, rein in den nächsten Stau, ey. Das sollte eigentlich so ein richtig geiles Video sein. So, oh ja, guck mal hier, G6R auf Autobahn, Vollgas und Karach und Bäm. Aber irgendwie wird das hier mehr so, guck mal, ich bin 200 gefahren und jetzt ist Stau. So ein bisschen Backpain, ne? Pain in the back. I broke my back. Spinal. Wow, wir fahren mal wieder 80. Hier, wo wollen die ganzen Leute hin? Es ist Sonntag. Es ist Sonntag. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie das Problem des demografischen Wandels. Immer mehr Leute fahren Auto. So, jetzt gleich kann ich wenigstens wieder auf die 3 zurück. Und dann ist der Stau wenigstens vorbei. Ey. Das ist ja hier. Unbelievable, man. Unbelievable. So, jetzt geht's ab auf die 3. Die Chance, dass hier einer rauszieht, ist leider ziemlich groß, deswegen kann ich hier nicht wirklich Gas geben und ist auch einer vor mir. Ja, Freunde der Sonne, das war mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch trotzdem tollen Stau, den wir gerade gestanden haben, gefallen hat. Ich würde mich wie immer sehr über ein Like, über ein Abo oder sogar über das Teilen des Videos freuen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du beim nächsten Video wieder dabei bist. Ich bedanke mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Crispy Rider. Ciao!